In der Slowakei wählen die Menschen in einer Stichwahl ihren neuen Präsidenten. Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem pro-westlichen Diplomaten Ivan Korczok und dem Ukraine-skeptischen Parlamentspräsidenten Peter Pellegrini voraus. Die beiden schafften es im ersten Wahlgang Ende März in die zweite Runde. Pellegrini ist ein Verbündeter des russlandfreundlichen Regierungschefs Robert Fico. Korczok ist ein beharrlicher Unterstützer der Ukraine. Er tritt als unabhängiger Kandidat an, wird aber von den Oppositionsparteien unterstützt. Amtsinhaberin Susanna Chaputova trat nicht erneut an.